Guten Morgen, ihr Lieben. Heute hätte ich gerne mal über was Unspirituelles gesprochen, aber was auch mit Bewusstsein zu tun hat. Und zwar wollte ich einfach mal, das wollte ich eigentlich schon lange erzählen, dass ich meine Haare nur noch mit Wasser wasche. Und das seit 2,5 Jahren. Und immer so alle 1 bis 2 Wochen. Im Sommer jede Woche, weil im Sommer hier in Spanien ist es ziemlich heiß und manchmal auch sehr schwül. Hohe Luftfeuchtigkeit und da schwitzt man halt mehr und dann ist es etwas unangenehm. Außerdem geht man ja auch vielleicht mal schwimmen oder was weiß ich und dann wird das Haar ja sowieso nass. Also, ich wollte euch einfach erzählen, warum und ja, wie einfach und lässig und cool das ist. Und die Haare sehen eigentlich auch okay aus. Also die sind jetzt ungefähr 5 Tage, glaube ich, habe ich die nicht gewaschen. Also ich kam auf die Idee, weil ich irgendwann dachte, die Shampoos, da weiß man überhaupt nicht, was drin ist. Da steht zwar viel drauf, aber das meiste ist Chemie. Dann bin ich auf so biologische oder auch Shampoos umgestiegen, weiß ich nicht, wo halt viel ätherische Öle und so ein Kram drin war. Ich weiß gar nicht mehr, was drin war, aber was halt natürlich ist. Aber irgendwie habe ich gedacht, das ist es auch nicht. Ich weiß auch nicht wirklich, was drin ist. Und dann dachte ich mir, ich mache es mir halt selber. Und dann habe ich recherchiert und das geht halt mit, ich weiß es gar nicht mehr, Lavaerde, glaube ich, war sowas und Roggenmehl und noch irgend so eine Erde, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die auch so gut fürs Gesicht ist. Aber das war mir alles zu aufwendig. Ich bin halt ein sehr minimalistischer Mensch, auch in Dingen, die zu tun sind. Beim Kochen bin ich auch minimalistisch. Also was aufwendig ist, das ist nichts für mich. Auf jeden Fall habe ich dann, ich habe dann einfach gedacht, scheiße, jetzt warum überhaupt irgendwas benutzen. Früher haben die Leute ja auch nichts gehabt, also mit Wasser müsst ihr gehen. Und dann habe ich halt recherchiert und es ging tatsächlich nur mit Wasser. Und habe dann in einem Juni damit angefangen, weil es ja hier dann sowieso heiß ist, ich dann eh mit Zopf rumlaufe und weil die ersten 1-2 Monate halt ein bisschen unschön sind. Weil die Haare müssen sich an dieses Neue gewöhnen und die ersten Wochen sind halt, da sind die Haare nicht so toll. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe früher auch nie irgendeinen anderen Kram benutzt. Naja, ganz früher, als ich noch jünger war schon, da habe ich Haarfestiger und so einen Kram benutzt. Aber eigentlich immer nur Shampoo, kein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Spülung und Kram. Ich bin da sowieso immer ziemlich einfach gewesen. Also, ich habe dann recherchiert und ich habe es dann einfach probiert. Und wie gesagt, es hat maximal 2 Monate gedauert. Ich glaube, es waren auch nur 1,5 oder weiß ich nicht, 6 Wochen. Ja, 6 Wochen sind ja 1,5 Monate. Oder vielleicht sogar nur 4 Wochen. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung, aber die ersten Wochen sind halt wirklich ein bisschen grell. Was heißt grell? Ist halt nicht so schön, das Haar. Dann, und wie man das jetzt macht, ist halt so, dass man die Haare einfach mit lauwarmen, warmen Wasser wäscht und dann halt auch immer so, wie wenn man shampooniert, dass halt überall der Dreck rausgeht, immer mal so, ne, also richtig kräftig waschen, ganz normal mit dem Handtuch trocknen und dann, ich lasse sie halt trocknen, ich benutze auch keinen Föhn. Wenn die Haare trocken sind unten, kann man noch ein bisschen Apfelessig reinmachen und zwar verdünnt, wenn möglich. Also eigentlich sollte man das Apfelessig mit Wasser verdünnen und dann halt, ich weiß jetzt leider das Verhältnis nicht mehr, dann richtig in die Haare reindingsen, reinmassieren und nicht ausspülen. Ich mache es einfach so, wenn ich merke, jetzt im Sommer waren teilweise die Haare unten trocken, dass ich dann einfach, nachdem ich gewaschen habe, immer einfach das rohe Apfelessig so in die Spitzen mache. Und da habe ich gemerkt, gibt es schon einen Unterschied. Also die Haare sind dann nicht mehr ganz so trocken. Das kann man machen, das schadet nicht. Was ganz wichtig ist, man muss jeden Tag die Haare, es heißt 100-mal bürsten, also so striegelmäßig bürsten. Ich mache das immer ein paar Minuten, ich zähle nicht. Und zwar
vorne, so über den Kopf, so rum, von unten. Und zwar wirklich so richtig durchbürsten. Jede Seite, sag ich mal, 30 Mal, damit sich der Talg verteilt, damit er nicht nur oben ist, sondern eben im ganzen Haar, weil das Haar produziert ja Talg. Und das Haar ist auch nicht mehr fettig. Also ich bin der Meinung, es ist nicht mehr fettig. Es ist halt dann jetzt im Sommer zum Beispiel ein bisschen verschwitzt nach einer Woche. Deswegen ist es halt unangenehm. Im Winter merke ich eigentlich so gar nicht, dass es... Natürlich schwitzt man im Winter ja auch ein bisschen. Deswegen sage ich halt, 1 bis 2 Wochen geht. Es gibt Menschen, die machen das alle 3 Wochen. Hängt halt vom Haartyp auch ab und wie man sich damit wohlfühlt. Das Haar riecht nicht, das Haar stinkt nicht. Also es ist nicht so wie also ich weiß noch, als ich Shampoo benutzt habe und ich habe dann auch am Anfang, also immer alle zwei Wochen gewaschen und nachher habe ich mir angewöhnt, dran zu hängen, ohne waschen und ich weiß, dass es dann nach 5 Tagen gerochen hat. Und das riecht jetzt nicht, im Gegenteil. Und wenn du das mit warmem Wasser dann auswäschst, dann riecht es so richtig schön süßlich. Du riechst dann endlich mal dein Haar. Weil wenn du nämlich immer Shampoo benutzt, riechst du dein Haar überhaupt nicht mehr. Weil du ja irgendwelche andere Gerüche hast. Und das Essig, wenn du Essig benutzen solltest, das riechst du auch nicht. Da ist der Hugi gekommen. Hallo mein Schatz und die anderen Hundis. falls ich heute etwas hier um die Augen... Es ist schon wieder morgen und ich bin noch ein bisschen verpennt. Okay, also einfach auswaschen und ein bisschen so machen, damit der Dreck rausgeht. Dann jeden Tag Minimum einmal richtig gründlich durchbürsten von allen Seiten. Und auch bevor ihr das dann wascht, das ist ganz wichtig. Und natürlich die Bürste oder den Kamm immer reinigen. Also da bleibt natürlich der ganze Kalk hängen. Also ich hatte eine Freundin, die hat das auch probiert. Die sagt, meine Bürste, die ist ja ganz hell. Da sind ja lauter so helle Sachen drin. Das ist der Kalk. Deswegen muss man ja bürsten. Also die Bürste muss dann natürlich auch gereinigt werden, immer mal wieder. Sonst schmierst du den ganzen Kram ja immer wieder ins Haar. Und ich benutze gar keine Bürste, ich benutze sogar einen Kamm, weil ich so tierleidsfrei wie möglich lebe und eine synthetische Bürste wollte ich nicht und die nächste Alternative wäre eine Wildschweinbürste und das wollte ich auch nicht. Also ich verwende einen Holzkamm und den habe ich auch schon seit Jahren. Der sieht jetzt natürlich schon etwas speckiger aus, sag ich mal, aber den reinige ich auch. Also da bleibt dann in den Zwischenräumen auch der ganze Kalk hängen. Aber den muss man dann halt reinigen. Und bei der Bürste wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Es ist halt wichtig, dass ihr den reinigt. So. Mit dem Kamm geht es auch. Ihr seht, die Haare sind okay. Also ich finde nicht, dass man dass es irgendwie schlimm aussieht. Im Gegenteil, ich finde meine Haare schön. Wie gesagt, seit 4 oder 5 Tagen nicht mehr gewaschen und eben nur mit Wasser seit 2,5 Jahren. Wer Fragen hat, der kann mich gerne kontaktieren. Aber eigentlich habe ich jetzt, glaube ich, alles gesagt. Oder ihr könnt auch unter den Film gerne eure, wenn ihr selber nur mit Haaren wascht, eure eigenen Erfahrungen mitteilen. Und jetzt sind wir schon wieder bei 9 Minuten und ich höre jetzt auf. Also ich kann nur sagen, ich finde es toll, ich fühle mich frei, ich brauche kein Shampoo mehr kaufen. Wenn ich in der Dusche stehe, dusche ich einfach mein Haar mit und gut ist. Und ich muss kein Terz machen, also es ist so toll. Es ist auch ein Stück Freiheit, muss ich sagen. Ja, wer Lust hat, kann es ausprobieren. Ich freue mich über Kommentare. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Liebe, tschüss.